Willkommen zu dieser BR 204 Diesellokomotive in der verkehrsroten DB-Lackierung. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Anfahr- und Halteprozeduren sprechen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im Train Sim World. Wir befinden uns auf der Strecke, auf der Main-Spessart-Strecke und haben hier die erste deutsche Diesellok für ein Train Sim World vor uns, die Baureihe 204, auch bekannt als V100 Ost der Deutschen Reichsbahn, also die V100 der Deutschen Reichsbahn, die DDR hat sich nicht als Ost bezeichnet und West, das war einfach die V100 von denen. ja, und wir werden heute das Training für diese Lokomotive machen, also dass wir lernen, wie wir mit der umzugehen haben. Wir gehen mal ein bisschen näher, dann können wir die Tür öffnen. Bevor wir die Lokomotive starten können, muss zunächst die Batterie angeschaltet und anschließend gewartet werden, bis die Motorölanzeige die benötigten 55 Grad anzeigt. Okay, Batterie einschalten. So, Batterie startet. Unten, oder? Spitzensignale sind wichtig, um andere in ihrer Umgebung wissen zu lassen, dass eine Lokomotive betriebsbereit ist. Ja, wir schalten das. Nee, Moment. Weiß. Weiß. Okay. Hinten weiß. Nee, rot. Bei längerem Stillstand oder beim Verlassen des Führerstands sollte die Feststellbremse angezogen sein. Wir müssen dafür sorgen, dass diese vor der Anfahrt gelöst wird. Okay, wir gehen erstmal ganz kurz raus und gucken uns die Lok jetzt mit eingeschaltetem Spitzenlicht mal an. Okay. Nicht schlecht aus, sondern gehen wir wieder hoch. Machen wir die Tür zu. Und dann lösen wir die Handbremse. Ich muss den in die Richtung halten. Ah, das ist mal umgesetzt. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Ja, das tut man als Lokführer in dies eigentlich häufiger. Stecken Sie den Hauptschlüssel ein, den Richtungswender. Um den Motor zu starten, müssen wir den Richtungswenderschlüssel auf nur Motor stellen. Motor. Ah, okay. Die Lokomotive nur Motor. Ist nun bereit zum Starten des Motors. Das geschieht über den Motorstartschalter. Eigener zweiter Lokomotive. Okay. Motorstart. Die Zugbremse wird für normale Fahrten genutzt. Mhm. Jetzt können wir den Richtungswenderschlüssel in die Position vorwärts bringen. Das machen wir. Um den Zug in Bewegung zu setzen, betätigen Sie den Fahrstufenregler. Ja. Sie besetzt sich in Bewegung. Erreichen Sie eine Geschwindigkeit von 30 km/h. Das machen wir mal. Um den Zug auf den Halt vorzubereiten, sollte die Größe und das Gewicht des Zuges spielen eine große Rolle beim Einschätzen, wie viel Bremskraft nötig ist, um ihn zu einem sicheren Halt zu bringen. Erreichen Sie 20 km/h. Wir sollen nach da drüben, okay. Dann werden wir mal mit 25 Meilen oder mit 25 km/h rangieren. Wir sind zwar schon viel schneller, wir haben jetzt ansagefreier Fahrweg. Also das muss man sagen, die gibt schon Stoff. Und halten. E. Momentenbeleuchtung. Ja. Finde ich schön. AP0 war immer noch an. So, den Key, das möchte ich mal anmerken, habe ich übrigens dankenswerterweise von Rivet Games zur Verfügung gestellt bekommen.
Das sind ja die ersten, die jetzt mal für TSW was selber machen dürfen. Also die ersten Third-Party-Hersteller, die was für ein TSW entwickeln. Da lasse ich mich auf die Entwicklung überraschen. So, jetzt bringen wir die noch auf das Gleis. Leerlauf. So gucke ich aus dem Fenster, okay. FPS habe ich eigentlich. Jo, 35. PSW, echt gut. So. Gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen alle abgedeckt. In der zusätzlichen Anleitung können Sie sich noch mehr über die Details dieser Lokomotive informieren. Gut. Errungenschaft freigeschaltet. Baureihe 204. Schub- und Zuganlasser. Ich fand das jetzt auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Also ich muss sagen, die Lok. Dann komme ich jetzt hier ins. Kann ich jetzt hier. Nee. Ich kann nicht weitermachen. Ich würde nämlich gerne nochmal außen ein bisschen um die Lok rumlaufen. Ich würde sagen, dazu sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da sind wir wieder. Da hinten steht auch schon eine 204. Ich glaube, da hinten rang. Eine? Nee, tut sie nicht. Wir laufen hier mal rüber. Da hinten steht die Lok nämlich. Die fängt in 10 Minuten dann mit der Arbeit an. In 10 Minuten beginnt so ein kleiner Fahrplan von der Lok. Und ich denke mal, 10 Minuten reichen aber, um uns die Lok mal von außen anzugucken. Wirklich genauer. Um uns auch mal Details anzugucken. Okay. Jetzt nicht schlecht aus. Ich mag es zwar nicht, obwohl die ist eingehangen. Eingehangen, ja, hängt nicht runter. Bremszylinder, Kolbenhub 70 bis 100 mm. Boah. Schön. Okay. Das gefällt mir jetzt nicht. Wahlschalter für den Bremsmodus. Stelle ich hier ein. Ich bezweifle, dass ich das in Realität da einstelle, weil das sieht für mich aus wie ein Entwässerungshahn. Den macht man auf, um dann so ein bisschen das Kondenswasser, was sich in den Leitungen ab und zu mal sammelt, rauszulassen. Finde ich jetzt nicht so schön, aber ich kann so über die Lok rumlaufen und dann quasi so rangieren. Das ist schick. Komme ich hier auch runter? Und nur wenn ich so an der Treppe stehe. Okay. Gucken wir uns die nochmal ein bisschen von innen an. Sind die jetzt aber so echt? Echt diese Scheibenwischer? Maximal. Das Ebola ist dauerhaft ausgeschaltet. Okay. Hier oben schaltet man die PZB an. Leuchtet die hier unten auch? Okay. Ja, wo mache ich die Sieger an? Das hier unten. Blättern, löschen, links, rechts. Fahrstufenumsetzer. Okay. SIFA, da schaltet man die SIFA ein. Rangierschalter, Schnellgang, Rangiergang. Okay. Dieser Zug fährt laut Plan um 11 Uhr ab. Okay. Kann ich ein bisschen rangieren? Würde mich jetzt mal interessieren. Hier hinten sind ja alles, ist ja alles mit Handweichen umgesetzt. Ich will den Zug hier einfach jetzt mal auf ein anderes Abstellgleis rangieren. Das passt. Ich will den einfach mal auf das andere Dumpfgleis hier hinten mal setzen.
Dafür drehen wir die Weiche mal. Jetzt laufen wir wieder zurück. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Dann rangieren wir mal ein bisschen. Setzen die Lok einfach mal kurz ein Stückchen um. Vorher machen wir natürlich noch das Spitzenlicht an. Hier zu. Das ist hier alles. Also, vorderes Spitzenlicht an. 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 Rot. Rot. So. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Okay. Müssen wir aber auf den Fahrersitz. So, dann müssen wir den Hauptschalter einstecken. Nach vorne drehen. Dann stecken wir die Bremse ein. Den hier nach lösen. Und was ich schon gesehen habe, hier kann ich das Fenster öffnen. Dann kann ich auch wirklich hier rausgucken. Dann ist das Fenster auch offen. Jetzt geben wir mal ein bisschen Leistung. So, und dann rollen wir mal ein bisschen Richtung Prellbock. So, direkte Bremse. 1%, 5%. Jetzt will ich mal wissen, was passiert, wenn ich da so ein bisschen gegen den Prellbock gegenfahre, ob der mich wegfedert, ob TSW so intelligent ist, dass ich durch die Federn in den Puffern ein bisschen zurückgeschoben werde. Auch mal gucken. Ja. Was passiert, wenn ich jetzt Leistung gebe? Dann drücke ich die Puffer zusammen. Okay, das ist interessant. Wenn ich jetzt Leistung abschalte, werde ich dann... Hm. Okay. Dann ziehen wir die Bremse ein bisschen fest. Dann gehen wir uns das mal angucken. Ja, doch. Sieht nett aus. Also darauf... Lass mich überraschen, da werden wir auf jeden Fall ein paar Folgen zu machen, auch mal zwei oder so zwei, drei Szenarios, vielleicht ein bisschen den Fahrplan. Ich hoffe, dass man damit noch irgendwann auf anderen Strecken dann fahren kann. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Trains in World. Ja, bis dahin und bye bye.